Wenn Sie unter Windows in Camtasia ein neues Projekt öffnen, bestimmt das erste Element, Video oder Bild, welches Sie auf die Timeline ziehen, die Projektgröße. Wenn Sie zum Beispiel als erstes ein Logo mit den Abmessungen 400x400 auf die Timeline ziehen, wird Ihr Projekt später auch diese Größe haben. Darauf sollte man achten. Auf dem Mac ist das etwas anders. Nach der Installation von Camtasia auf dem Mac ist automatisch 720p, also HD, voreingestellt. Wenn Sie eine andere Projektgröße verwenden möchten, gehen Sie im Menü auf Camtasia 2021. Unter Optionen können Sie im Register Projekt die Leinwandabmessungen anpassen. Egal, was für ein Element Sie nun auf die Timeline ziehen, die Aufnahmegröße verändert sich nicht. Wenn Sie mehr über Camtasia erfahren möchten, schauen Sie sich auch weitere Videos von uns an.